Ja Mann, und somit herzlich willkommen zur Night-Version vom Into the Woods, Ladies and Gentlemen. Das ist das offizielle Willkommensvideo. Wir machen heute ein Drag Race hier in unserem wunderbaren Battenberg bei Nacht. Und zwar einmal mit der Vortec-Hauptkategorie hier das Drag Race zu machen. Von links nach rechts, eine ist der Baldi, in der Mitte bin ich und rechts der Bidu. Plus noch ein zusätzliches Rennen mit den Grossen. Das Ganze nennt sich Into the Woods XL. Man darf mit einer 6S oder 8S Maschine antreten. Wir sehen hier von links nach rechts ein Baldi sind Limitless, in der Mitte mein Umbaut Limitless und ganz rechts der Bidu mit seiner 8S Maschine, mit dem XRT, mit Strassenpneu. Und wir gehen doch gerade einen Schritt weiter. Es ist schon langsam im Eindunkeln. Ich werde euch jetzt noch die Piste zeigen mit unseren Strahler. Ich würde sagen, let's go! So, Kielen, und wie gesagt, zeigen wir euch hier schnell die Strecke. Wie bekannt, hier vorne immer der Start beim Into the Woods. Einer links, einer rechts gibt es das Ace Gates Drag Race. Mit der einzigen Regel, dass man auf den ersten 30 Metern bis da vorne lang nicht darf in die Query, respektive in die Spur reinfahren oder die Hütchen umschiessen. Und ab dann geht es da hinten auf dieser riesen Piste bis auf 70 Meter da ins Ziel rein. Plus noch natürlich genug Platz zum Ausfahren. Wir werden zuerst mit den Vortex starten und dann mit den grossen Maschinen. Und wie ihr hier seht, durch das, dass es ein Nachtrace ist, haben wir hier überall schön Strahler aufgestellt, die die ganze Piste näher beleuchten. Merci vielmals an Bidu RC für die schönen Holzstäbefixierungen, damit wir das ganze Zeug schön anmachen können. Und natürlich auch da vorne beim Start hat es noch eine. Die ganze Piste ist hier mit dem Absperrgitter ein bisschen gesichert, dass es da niemand in den Weg reinkommt oder es noch zu Unfällen führt. Voilà! Darum ist es jetzt hier langsam am Einnachten. Auf der Kamera sieht es noch ein bisschen heller aus, als es tatsächlich ist. Wir warten jetzt noch, bis es ganz dunkel ist. Trinken uns mal ein Bier ein. So, Giele, hier gibt es ein kleines hinter den Kulissen-Video. Wir haben jetzt den ersten Durchgang, den ersten Block gefahren. Sprich, das Into the Woods Rennen mit dem Vortec ist schon durch. Inklusive im Finale des Vortec. Ja, das mit den Lampen hier hat gar nicht mal so schlecht funktioniert. Man sieht es jetzt hier ein bisschen besser, wenn der ganze Rest feister ist. Wir sind richtig gut ausgerüstet. Die ganze Strecke schön beleuchtet. Es geht wirklich gut. Das Einzige, was man vielleicht noch sagen kann, ist hinten raus zum Bremsen. Ist ein bisschen schwierig, weil man das Auto nicht sieht. Gerade ich und eine schwarze Karosserie hatte, ob zum Abfahren. Dort zum Geländer ist natürlich schon etwas anderes bei Taxi. Oi!